Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Siren Blood Curse. Ein Spiel der etwas besonderen Art. Die meisten Leute aus dem Livestream haben es schon gesehen. Dieses Spiel ist eigentlich eine definitiv der Marke Special Interest. Aber, liebe Freunde, es ist zum ersten Mal ein Horrorspiel. Denn ja, in all den Episoden, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich noch nie ein Rollen-Horrorspiel für euch gespielt, obwohl ich eigentlich gerne Horrorspiele spiele. So, erstmal eine kleine Information natürlich. Die erste ich könnte jetzt schon in die zweite Episode gehen, da die erste im Livestream schon drin war. Zur Vorgehensweise. Also bis jetzt habe ich es so geplant, ich habe das Spiel noch nie beendet. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, in der vierten Episode, glaube ich, war das immer verreckt. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich werde mich an die Stelle erinnern, wenn es wieder soweit ist. Ich wollte jetzt nur von vornherein sagen, dass ich es plane, eigentlich jede Episode pro Folge zu machen. Natürlich kommt auch die erste Episode nochmal. Und dass ich noch nicht weiter als die zweite Episode gespielt habe, seht ihr alleine daran, dass ich zum einen das Originalspiel besitze, das ist ganz wichtig, und ich komme nicht über die zweite Episode hinaus. Es gibt viele Leute, die sagen, komischerweise kann ich, obwohl ich das Spiel jetzt noch nie gespielt habe, schon in die fünfte Episode gehen. Das sind wahrscheinlich dann, keine Ahnung was für, Situationen, weil eigentlich kann man nur bis zur ersten Episode und dann nicht weitergehen, wenn man das Spiel nicht weitergespielt hat. Ich komme auch nicht über die zweite hinaus. Das hat man ja im Livestream gesehen. Da habe ich ja den Beweis für. Nun gut, wollen wir die erste Episode nochmal machen für alle die, die das noch nicht gesehen haben. Man sieht, es ist komplett fertig. Ich werde natürlich die erste Episode wahrscheinlich durchrushen und erstmal einiges erklären. Aber ihr seht jetzt erstmal selbst. Wir starten das Ganze neu. Everything shook for a second. What are they doing? I thought this was an abandoned village. Who are those people? Hey. Is she the actress that you guys hired? Shit! How could they have just murdered her like that? Goddamn psychos! Fuck! Fuck! Das freut man sich ja meistens. Howard Wright am 2. August um 23.33 Uhr. Missionsziel, fliehen Sie vor den Polizisten. Okay, erstmal etwas zur Story des Spiels.
Ich drücke das eben kurz weg und mache mal eben kurz Pause. Es ist folgendermaßen. Die Situation ist, es gibt ein Dorf, das Hanuda heißt. Das scheint wohl irgendwie ein bisschen zurückgeblieben zu sein von den anderen und dort sollen Menschenopfer stattfinden. Und es gibt ein amerikanisches Fernsehteam, was hingefahren ist und das Ganze dokumentieren will. Das war das, was wir gerade am Anfang gesehen haben. Sie wurden Zeugen einer solchen Menschenopfersituation und haben sich also wahrscheinlich gedacht, das kann doch nicht wahr sein und haben gesehen, dieser Howard Wright, den wir hier gerade spielen, scheint wohl irgendwie noch dazwischen gegangen zu sein, um noch einen Versuch zu versuchen, einiges zu retten. Allerdings sind jetzt natürlich die Leute hinter ihm her. Das ist die erste Episode von Siren Blood Curse und wir sind also jetzt in der Rolle von Howard und versuchen uns quasi vor diesen Leuten zu befreien. Wir haben schon gelesen, ein Polizeiwächter soll hinter uns her sein. Da sind wir doch mal gespannt, was da auf uns zukommt. Also, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht können wir noch was finden. Naja, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal raus. Und uiuiui. Oha. Nettes Outfit. Hey, wait, Was zum? Shit. Was ist denn in den gefahren? Hallo? Ein Polizist. Einen Moment, muss ich eben kurz das nachschauen. Autsch. Autsch. Wir können uns natürlich mit dem Polizisten schlagen. Das bringt uns aber nicht allzu viel. Ich habe nur gerade etwas kontrolliert, das werde ich nach der Episode erklären. Oh, jetzt müssen wir ganz schnell hier weg. Oh, was war das denn für einer? Der fällt mir hier fast am Bein dran. Erstmal hier, es gibt ein Holzhaus, da kommen wir hin und können uns verstecken. Jetzt sehen wir natürlich hier jemanden vor uns liegen. Das ist natürlich sehr lecker. Das war wahrscheinlich der Typ, der uns gesucht hat, der uns da versucht hat, irgendwie anzufallen. Aber das ist schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Polizist uns hier nicht findet. Oh, das scheint da zu kommen. Oh Mann. Hoffentlich findet der uns hier nicht. Oh mein Gott. Guck nicht zu mir. Oh. Okay. Das ist natürlich auch eine nette Art und Weise, mit dem umzugehen. Oh Mann. Hoffentlich guckt der jetzt nicht weiter. Ah, das ist jetzt die Perspektive vom Polizisten. Das schaltet manchmal automatisch rum auf die Perspektive, damit wir sehen, wo er gerade ist. Weil wir ihn ja jetzt quasi nicht im Blickfeld haben. Schaut er in die Wohnung rein. Und ja, ich warte erstmal, bis er weg ist. Also, das hat für mich jetzt hier noch keinen Nährwert, wenn ich jetzt hier versuche rauszukommen. So, jetzt schleichen wir uns natürlich ganz langsam hier rum. Und wir sehen, wir sollen durch das Fenster rein. Nicht durch die Tür. Einmal ganz schnell. Oh, oh. Ja, ich habe da gehört, dass da schon irgendwo. Gib Gas. Howard, gib Gas, bevor der kommt. Boah, ganz schnell da rein. Boah. Bevor der Typ eventuell irgendwie auftaucht. Was ist das denn da am Boden? Mein Gott, das ist ein nettes Areal hier. Was macht der? Schießt der wild um sich, der Typ? Hoffentlich passiert hier jetzt nichts. Was Verdächtiges bemerkt? Nein. Was sollte man denn Verdächtiges bemerken? Scheint doch irgendwie nicht mehr ganz so helle zu sein, so wie der guckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh, er rennt weg. Und jetzt? Was macht er jetzt? Schaut sich wohl noch weiter um. Ah, okay. Er schaut sich hier weiter um. Er scheint wohl irgendwie uns verloren zu haben. Was macht er denn da? Warum schießt er denn auf die Tür? Da ist doch niemand. Jetzt lädt er nach. Komischer Typ. Ganz komischer Typ. Jetzt kommt er wieder. Kommt nochmal. Okay, er sieht uns hoffentlich nicht dadurch, dass er diesen blauen Strahl da sieht. Ich hoffe es zumindest.
Ja. Geh mal schön weiter, Kollege. Ich will nicht mit dir reden. So, er ist jetzt raus aus dem Haus. Wollen wir doch mal jetzt gucken, was wir machen können hier. So. Lag hier was? Ja, Sakeflasche. Ah, die will ich aber nicht. Oh, ja, hier war falsch. Wir sollen durch die Hintertür raus. Da ist es schon. Ich könnte die Tür schließen können. Oh. Das hört sich nicht gut. Wechsel zu Schaufel. Was ist denn hier jetzt kaputt? Ich hoffe mal, dass hier nicht... Oh mein Gott. Da ist er jetzt durch die Tür durchgebrochen. Ich hau den jetzt mit der Schaufel eine runter. Bam! Der soll sterben, so! Verrecke! Oh Mann, ey. Bricht der einfach da durch die Wand. Oha. Oh. Piercing mal anders. Oha. Mission erfüllt. Sehr schön. Das war quasi der spielerische Teil der ersten Episode, aber es geht natürlich noch weiter. I know Mommy's scary, but don't cry, honey. And why are you still wearing those glasses I gave you? Who keeps presents from their ex-wife? God, get rid of them already! Hey, cut it out! Hey! These are the only glasses wrong with you that I've got! What you thought? Goddamn murder and you're bickering over stupid shit! Oh. What's that? Lebt der immer noch? Oh mein Gott. Oh Mann. Scheinen wohl irgendwie verflucht zu sein, die Leute hier. Diese Sirene scheint wohl auch was damit zu tun zu haben. Oh Mann. Das war eine Vorschau auf die nächste Episode von Siren Blood Curse. Besser könnte ich es nicht machen. Deswegen werde ich noch einmal kurz zurückgehen. Ich habe gerade bei dem Kampf mit dem Polizisten etwas erwähnt. Nämlich die Tatsache, dass wir hier das Polizeiprotokoll hier noch gefunden haben. Ja? Das ist das Polizeiheftchen. Das findet man normalerweise an der ersten Kampfstelle mit dem Polizisten. Und man kann es eben halt mitnehmen. Man kann natürlich auch versuchen, den Polizisten am Anfang zu bekämpfen, aber es ist, glaube ich, relativ aussichtslos. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, ihn zu diesem Zeitpunkt irgendwie zumindest so außer Gefecht zu setzen, dass ich vorhin weglaufen konnte. Also, liebe Freunde, das war die erste Episode von Siren Blood Curse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir tiefer in dieses Hanuda-Dorf eindringen. Bis dahin, sprach der Raven Knight, nimmermehr.